Moin und Servus, euer Mai hier. Ich grüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge in Meyers Kopf. Heute gehen wir wieder auf Woods. Ich bin es leid. Ich will selber nicht mehr auf Woods. Aber wir brauchen halt nun mal noch ein paar Scav-Kills und wir wollen dann erst Customs gehen, wenn wir Level 10 haben, beziehungsweise wenn wir diese Quest fertig haben. Und ja, was soll ich sagen? Stash ist voll, alles Mögliche. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Ist heute eine bisschen kürzere, aber wir sehen uns. Bis dann. Viel Spaß. So, wir haben mittlerweile eine 45%ige Survival Rate. Das ist schon mal sehr gut. Es wird immer besser. I like it. Was machen wir denn heute? Shootout Picnic. Wir brauchen immer noch 9 Scavs. Wird interessant. Werden wir heute mal probieren, ob wir da ein bisschen wieder weiterkommen. Eine weitere Runde Woods also. Stash ist komplett voll. Komplett. Da werde ich, denke ich, demnächst mal was verkaufen müssen. Wir können mal ins Hideout schauen, ob wir hier vielleicht dann irgendwie was loswerden. Security is ready to upgrade. Machen wir mal rein. Wir haben mittlerweile die finanziellen Mittel, dass wir uns hier ein bisschen austoben können. Aber das sieht ganz gut aus. Was brauchen wir denn für die Stash? Stash Level 2. Okay, uff. Wir brauchen 4 WD-40. Dings, 5, okay, 10. Und 3,5 Millionen. Well, das ist, kostet Geld. Das kostet Geld. Okay, Lassen wir so. Gehen wir erstmal auf Woods und dann schauen wir mal, wie wir da progressen können. Ansonsten, keine Ahnung, wenn wir jetzt auf Woods wieder überleben, was natürlich echt extrem schade wäre, Kappa, dann müssen wir ein paar Sachen aus der Stash verkaufen. Also, keine Ahnung, diese AKSUs, die nicht so schön gemoddet sind, werde ich verkaufen. Dann mal ein paar Magazine loswerden und ja, einfach mal schauen, dass wir Platz in der Stash bekommen. Vielleicht auch ein paar Rigs kaufen, damit wir Sachen in die Rigs reinstopfen können, damit wir da ein bisschen mehr Platz bekommen. Aber ja, das ganze Essen, das ganze Trinken verkaufen, irgendwie sowas in die Richtung wird's wohl werden. Da es aktuell sehr viel Platz einnimmt, auch vielleicht ein paar Rucksäcke oder sowas ineinander stapeln, schießt mich tot. Müssen wir auf jeden Fall schauen, damit wir da Platz in das Stash bekommen und das Sachen einfach zu Geld machen, weil mit Geld können wir was anstellen und mit keinem Platz in das Stash können wir nichts anstellen. Das ist der Punkt und wir schauen mal. Wir laden mal rein und dann schauen wir, was die Runde so bringt. Vielleicht haben wir auch nach der Runde mehr Platz in das Stash. Kann ja auch sein, mach. So, Chad Meyer. 45% Survival Rate unter Level 10 bin ich sehr, sehr zufrieden mit tatsächlich, auch wenn wir extrem holprig angefangen haben. Aber wir kommen langsam auf ein gutes Niveau. Sieht man ja auch an der Stash. Geld ist da, Gear ist da, alles ist da. Außer Scav-Kills auf Woods, die sind nicht da. Man weiß es nicht, wieso. So, haben wir diesmal einen... diesmal haben wir einen Spawn, wo ich mich auskenne. Ja, moin. Ja, geil. Das ist sehr gut. Immer wieder ins Camp gehen. Ja, mal schauen, ob wir da jemanden treffen oder ob wir uns da wieder ein paar Golden Stars oder sowas oder auf Timoscopes rausziehen können. Das wäre ganz interessant. Ah, wir hören Shots in der Ferne. Das müsste aber hinten beim Scav-Haus oder so sein. Das war, glaube ich, richtig weit weg. Wir fangen mit der Kiste an. Das ist eine Technical Supply Crate. Was brauchen wir da? Wasserfilter wären ganz nice. Hunter-Matches brauchen wir nicht. Rechargeable Batteries sind 10.000, auch beim Händler. Lässt das mal liegen. Schauen wir hier noch rein. Wir brauchen Salevas. Stimmt, Salevas brauchen wir auch noch für die Quest. Aber da ist kein Saleva drin. Wir nehmen es trotzdem mal mit. Was haben wir hier? Kein Golden Star, kein gar nichts. Das ist eine Ration Supply Crate. Kondensmilch, Alyonka, Cigarettes. Das kann erstmal liegen bleiben. Wir noch mal eine Medic-Tasche. Nichts drin. Ich sag immer, wenn Leute Granaten dabei haben, dann meinen sie es ernst. Mit denen wollte ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen. Haben wir hier vielleicht PS-Munition? Nein, es ist PS. PS wäre tatsächlich auch besser gewesen als die Munition, die wir uns kaufen können mit Tracer. Aber wir sind ja auf einem guten Weg. Wir haben ja schon ein bisschen was BT gesammelt. Hier ist nochmal BT. Ja, perfekt. Gut, ich würde es tatsächlich dabei belassen. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass hier gleich aus der Richtung jemand kommt. Auch wenn wir hier mal kurz auf einen Scav-Spawn warten könnten.
Das wäre vielleicht auch noch interessant. Wir schauen mal hier vorne in die Richtung. Vielleicht sehen wir da den Spieler, der von vielleicht von dem Panzer da hinten, von dem Spawn aus kommt. Wenn er denn nicht schon da ist. Immer in Bewegung bleiben, denn ihr wisst nie, ob gerade jemand auf euch zielt. Das ist das A und O. Klar könnt ihr leichter entdeckt werden, aber wenn ihr halt dran sitzt und euch hat schon jemand gesehen, gerade bei so einem Nebel, leuchtet ihr eigentlich, also eure Silhouette leuchtet da richtig raus. Weil die nicht so stark vom Nebel bedeckt wird, wie zum Beispiel in die Umgebung. Da sieht euch sowieso jeder, wenn ihr gerade auf solchen Positionen sind. Oder wenn jetzt hier hinten jemand laufen würde, der wäre nahezu komplett schwarz und der Hintergrund ist fast weiß. Und da ist das echt problematisch. So, und das meine ich mit dem immer in Bewegung bleiben. So, wir müssen jetzt erstmal die Heavy Bleed stillen. Und danach stillen wir die andere Blutung. Müsste auch eine Mosin gewesen sein oder sowas, oder? Ich sehe ihn nicht. Wieso? Kriege ich keine Vision auf ihn? Ah, jetzt habe ich ihn gesehen. Da oben sitzt er. Wir haben ihn auf jeden Fall getroffen, weil unser Skill Memory hochgegangen ist. Okay, das könnte auch durchs Nachladen gewesen sein. Aber ich denke, wir haben ihn getroffen. Ich habe ihn ausgemacht und dann habe ich mich hinterm Stein versteckt und ich wusste in etwa genau, wo er ist. Hab da dann schon mal hingezählt und bin aufgestanden, da musste ich nicht mehr viel machen. Also er ist sich jetzt wahrscheinlich am Heilen, das nutzen wir, um ihn zu flankieren. Er weiß nicht, was wir gerade machen. Er kann nämlich nicht drüber pieken, weil er sonst nochmal einen Shot abbekommt vielleicht. Und das nutzen wir, um ihn hier zu flankieren. Wir nutzen jetzt diese Ridge, schauen, dass wir da drüber pieken. Uns fehlt natürlich ein Arm, das ist schlecht für unsere ADS-Zeit, also wie schnell wir ins Scope schauen können. Er müsste eigentlich gleich hier vor uns sein. Herr Kollege, war sich gerade am Heilen. Look at that, boys. Look at that. Wie ich gesagt habe, durch den Skill-Up wussten wir natürlich, dass wir ihn getroffen haben. Also klar, kann auch durchs Repetieren sein, aber ein Treffer mit einer Mosin gibt halt einfach viel mehr Skill-Punkte. Und ja, so war es dann am Ende des Tages auch. Der hat eine Shattered Mask, die ziehen wir tatsächlich auf. Könnte uns den ein oder anderen Schuss abhalten. Schauen wir mal, was er für geiles Zeug dabei hat. Was ist das denn? Rubber with Finger, bla bla bla. Okay. Interessant, interessant, interessant. Hat er vielleicht noch ein S-March dabei? Naja, und Morphin. Ah, er hat nochmal Munition dabei. Das. Ah, oh, 33 Schuss, M61, Found in Raid, ja moin. Das schmeckt, aber gut, wieder genau das gleiche Thema. Okay, jetzt ist jemand. Jetzt ist jemand eben in diesem Camp drin. Mal schauen, ob wir da jemanden finden. Sieht aber nicht so aus. Wir gehen jetzt Richtung Backsteinhaus. Hoffen, dass da Skeps gespawnt sind. Wenn wir das haben, gehen wir wieder zurück. Und dann gehen wir unten an der Coastline entlang, also an der Küste, wo wir letztens schon gestorben sind. Also Küste bei einem See ist natürlich problematisch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Die Information kam an, würde ich sagen. So, wir müssen uns noch weiter heilen, sehe ich gerade. Haben wir noch einen weiteren? Ah, da ist noch ein S-Match. Gehen wir uns mal 6. War die, nee, die Grach ist nicht found in Raid. Also die müsste auf jeden Fall Munition drin haben. Wechseln wir mal kurz. Ja, er hat gerade nachgeladen. AP63 sogar. Ja, moin.
Er hat auf jeden Fall was vorgehabt. Nehmen wir die aktuell mal in die Hand zumindestens. Dass, wenn uns jemand auf Close Range begegnet, dass wir da gleich lossprayen können mit der Pistole. Wenn wir jemanden finden, der weiter weg ist von uns, dann können wir eh ganz gemütlich auf die Mosin wechseln. Das sollte da kein Problem sein. Naja, hätte der jetzt gerade 7-1 geladen gehabt, dann wären wir tot gewesen direkt beim ersten Schuss, weil der glatt auf unsere Bus geflogen ist. Unsere Level 4er Armor hätte höchstwahrscheinlich den Damage nicht so weit reduziert, dass wir das überlebt hätten. So, hier müssten normalerweise Scavs sein. Aber was ist normal in Tarkov? Ja, und das ist genau das Problem. Also, Woods Scav töten ist richtig nervig geworden. Früher hast du halt noch genau gewusst, wo deine Scavs spawnen, wann sie da spawnen sozusagen. Oh shit. Anscheinend ich nicht der Einzige, der diese Idee hatte. Er müsste hier im Backsteinhaus gewesen sein. Haben wir. Boys. Vasili Zaitsev wäre stolz auf uns. Sollte jemand Vasili Zaitsev nicht kennen, Film Enemy at the Gates. Kann ich euch empfehlen, das ist ein interessanter Film. Aber er war halt immer noch auf den Busch fixiert, in dem wir davor drin waren. Und hat nicht gemerkt, dass wir schon hinten raus eine kleine Flanke geschlagen haben. Haben wir den erwischt? Ja, jetzt haben wir ihn erwischt. Wir nehmen die Pistole in die Hand. Charge! Ja, und er holt uns. Schade. Schade war sein Mate. Aber wie ihr gesehen habt, der hatte eine Sonnenbrille auf. Und ja, dadurch haben wir ihn viel leichter erkennen können, als hätte er keine aufgehabt. Ja, ist jetzt natürlich problematisch. Mich nervt das tierisch mit den Scavs hier. Es dauert halt ewig. Und ich will halt ungern vorher auf Customs gehen. Denn auf Customs würde ich gerne unser bestes Gear mitnehmen. Und wir brauchen halt den Zugang zum Flea Market, damit wir hier unsere Schlüssel kaufen können, die wir brauchen für die Quest. Wir brauchen nämlich einen Customs Office Key und ohne den brauchen wir uns auch gar nicht erst auf Customs bewegen. So, aber immerhin haben wir wieder ein Stückchen freigemacht in unserer Stash. Das ist ja auch in gewisser Weise positiv. Also klar, es ist negativ, aber es ist positiv. Macht keinen Sinn. Aber ihr wisst schon. Ansonsten, wir schauen mal nächste Runde. Heute eine eher kurze Folge, aber trotzdem, damit ihr zum Sonntag was zum Sehen habt. Ich bin ab 14 Uhr live. Wenn ihr das Video also seht, bin ich schon live auf Twitch. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Maya. Ciao, ciao.